Geht doch, der wollte auch kämpfen. Die andere wollte überlaufen. Krass. Ich kann sogar Annie besiegen, wenn die auf den Level sind. Bei der ist das wahrscheinlich auf Level 16 oder 18. Nö. Nein, die gibt sogar ein bisschen EP. Aber mit Stärke glaube ich, dass er das besiegen kann. Drei Hit oder so, ja. Wie, so viel Schaden. Das macht viel zu viel Schaden. Aber mit der Paddle Dance, warte mal, Paddle Dance ist stärker. Vielleicht reicht's. Was ist ein Glück, wenn er geht, Henny halt drauf, meine Güte. Ach, soll das echt ein bisschen anstrengen. Yes, es hat gereicht. All predicted. Wisst ihr, dass es hier Stärke 90 ist? Wegen der 0,5 Schwäche. 0,5 Abzug nach dem 1-Wort-Booster. Zweimal angestoßen, richtig? Was? 4? Ich soll auf gar keinen Fall Fahrrad verlöten. Okay. Gut, dass du was. Hier wird mir übrigens kurz gestoppt, weil die, das Spiel checkt, ob man auf dem Fahrrad sitzt. Ziemlich lustig. Die Klasse hat mich verzerrt. Kann man davon nicht ansprechen? Ha! Tree! Plant! Da! Yay! Ja, natürlich möchten wir reingehen. Wobei ich habe gerade richtig Lust, Pokémon aufzunehmen. Vielleicht mache ich sogar noch mehr. Ah, das sind dieses Schalter hier. Cool, die mochte ich, die waren lustig. Nehmen wir aber kurz Handy, falls ich ihn benutzen möchte. Dann würde ich. Wie viele Minuten muss ich denn aufnehmen, wenn ich drei Parts haben möchte? Ich glaube. 60? Bis 70, ja. Sollte ich schaffen. Die Sache ist halt, ich habe halt keine Verabschiedung drin, meine Güte, muss man halt einmal leben. Habe ich aber mal was Größeres aufgenommen und für eine Zeit lang auch, wie sag ich, Atempause. Ich meine, es ist halt meistens echt knapp, dass ich das Zeug aufnehmen muss, weil morgen ist Samstag. Und ich muss morgen Pokémon aufnehmen, morgen Mario rausbringen. Und, naja. Ich hab, wieso nehme ich denn Pokémon auf? Leute, kann Mario aufnehmen? What the fuck? Naja, egal, auf jeden Fall habe ich dann die Paar schon fertig bis dahin und ist vielleicht besser. Weil habe ich halt 2 Wochen im Voraus und alles gut. Mein Gott, wir haben eh noch eine Woche im Voraus, dann habe ich Pokémon im Voraus, Pascal hat Titan Quest eh schon im Voraus. Dann passt das alles. Dann haben wir noch ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit für was anderes. Sind ein paar zugegangen. Wow. Ah, das hier ist zugegangen. Ach, eins macht immer eins zu. Okay. Okay. Thank you.
Ja, das Wirtshaus kann ein bisschen dauern, da muss ich ziemlich viel rumlaufen. Und wenn die Leute immer den Platz nehmen für ihre Sachen hier. Krass. Ah, ja, die sagt's auch, man sollte sich ein bisschen für Fallen und so weiter angucken, wenn man seine Arena baut. Was würde ich denn für ein Rätsel nehmen, wenn ich eine Arena hätte? Auf jeden Fall irgendwas, wo man den Trainer nicht aus dem Weg gehen kann. Ich finde das furchtbar blöde, wenn man das kann. Und ich weiß nicht, das bringt es auch nicht wirklich, wenn es geht. Fly. Nö. Ziemlich gute Spezialverteidigung. Ich habe mir das Wesen gar nicht angeguckt von denen. Schon mal das Wesen, was zu dem Wesen passt, von meinen Pokémon gesagt? Kaum. Relaxed. Hardy. Nee, Crash. Lonely. Das weiß ich gar nicht, was das auf Deutsch war. Lol. Wow, keine Ahnung. Wash, verdammt. Jetzt habe ich doch nichts zu den Wesen. Ich dachte, ja, mach ich mal, weil dann lasse ich jetzt gerade keine Zeit. Ich möchte das Rätsel ausmachen. Mach am Ende, wenn ich noch Pokémon gefangen habe. Die Musik vom Rätsel ist auch ziemlich lustig an sich. Ich kann mir eh noch ein bisschen Level abgeben. Der ist ja auch erst auf Level 23. Das ist auch praktisch, wenn man das Rätselhaus immer nach einer Arena macht, weil sonst werden die Level zu niedrig und das möchte ja keiner. Naja, mal schauen. Das hat überhaupt kein XP gebraucht, wow. Schrift toll auswendig lernen. Ja, was ist das hier für ein Code? Drittelmeister ist der blödeste? Oh, Drittelmeister ist smart. Fünf Plätze. Timer mal, wow. Okay. Kann ich jetzt nochmal rein oder war das jetzt das einfachste Schwätzlöse? Dann abkommen oder geglitzert? Hopp, schneller. Was du diesmal für einen Kack verzapft hast. No go in. Oh, ja. Diesmal hätten wir zur Turmmacher gebraucht. Wir haben es ja dabei. Ah, Türenschalter. Die müsste jetzt ein bisschen stärker sein, die Trainer. Nein, ich geh klar und ich möchte dich mach ich mit Bombi kaputt. Nee, du bist zu böse. Warst du die Pflanze? Ja, war's. Boah,
schon, Penny tut irgendwann mal was für seine Werte. Das ist momentan echt noch nicht das stärkste Pokémon. Holen wir uns erstmal die Items wieder. Nee. Wenn du wenigstens das besiegen kannst. Okay, scheinbar kann das es. Cool. Oh, das war ein Eis-Pokémon. Ich riskier nix. Es könnte sein, dass es jetzt Max Damage war, und dann kriege ich nachher Min Damage und erlebe es mit einer KP. Das muss nicht sein und wow, jetzt gekürt. Kritische Treffer, lasst mich lügen, die war eine Wahrscheinlichkeit von 6,25% bei jedem Angriff. Und wenn man Glückspilze hat, verdoppelt, wenn man erhöhte Trefferrate hat auf sowas wie zum Beispiel, wie heißt es, Nachthieb nochmal verdoppelt. Scorpion verdoppelt, und so weiter. Wow, was hab ich verbrannt. Auch nicht Bombi heilen, sondern auch mal ein Henny. Hatte ich noch einen Trank? Nö. Nehmen unsere ganzen Items hier drauf. Oh Mann. Naja, die muss man eh nachkaufen und ich kommen viel zu vielen Walkthroughs mit, was weiß ich, wie viele Highlights durch, die ich niemals brauche. Ja, aber die Briefe muss ich nachher mal weglegen. Oder in den Müll schmeißen oder sonst was, die bringen mir so nichts. Ach, da kann ich immer noch nicht durch, stimmt. So, müssen wir den Code schon mal. Ja, das ist ein merkwürdiges Haus, meine Güte. Vielleicht finden manche Leute es hier lustig. Ja, könnt ihr mich doch. Oh Mann, ich hasse es, warum müsst ihr mir quitten? Uncool. Das war, glaube ich, Klammer, Weißbüb. Hm. Schön wieder alle Pokémon durchswitchen. Ja, Speedboost, klar. Ach komm! Verarsch mich doch!
was ein Wolle gewesen. Denk mal, das macht ein gutes Spiel, aber es ist tatsächlich so schwach. Okay. Dann sind wir jetzt auf 4 Schritte ebenwürdig. Schon das x-mal dafür bekommen. Hearthstone. Hä? Was war denn das? War das das Item, das Granitstein war das doch, oder? Ja, Granitstein. Ich glaube, das war's jetzt erstmal. Weiter können wir das Rätsel aus nicht machen. Naja, kann man nichts machen. Ja, das Problem ist, dass ich mein Team generell so schwach ist. Das heißt. Okay, er arbeitet an was Neues. Das heißt, ich werde. Höchstwahrscheinlich bis zu dem Part, der nach diesem Part kommt, weil ich keine Ahnung gehabt habe, wie der Part das sein wird. Das wird wahrscheinlich. 18, 19. Das wird wahrscheinlich Part 20 sein, wo ich gerade hier bin. Wenn ich meine Pokémon in Pristine leveln, weil so glaube ich nicht, dass ich den nächsten Arena schaffe. Vor allem, weil der ein ziemliches OP-Pokémon hat und das wahrscheinlich eine andere Fähigkeit hat und trotzdem so starke Stats und oh nee. Weil ich es ja auch gewinnen, wenn du meinst. Ich werde sehen. Wieder zwei Sprudel gekauft, super. Das fahr mich zurück. Müsste vielleicht noch was auswählen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, immer noch bei meinem... sag's immer und immer öfter, Smaragd. Nee, also Rubin war mein erstes Spiel und ich war so begeistert von dem Spiel, was wir jetzt so machen, von dem Boot fahren und so weiter. Und... Rätselhaus und alles mögliche. Da war so viele tolle Sachen drin mittlerweile, finde ich sogar schon fast... Naja, ziemlich veraltet, was man heutzutage sieht. Und es wurde ein hohen Remake angekündigt, ich kann endlich mal was dazu sagen. Ich freue mich wahnsinnig und ich sag's ganz ehrlich, wenn sie es verkacken, bin ich voll mad, weil es ist mein liebstes Spiel bisher gewesen. Und, also wirklich, so das können sie, wenn sie da irgendeinen wirklich blöden Fehler machen, was weiß ich. Dass die schlechter ändern, was vorher war. Dass sie mir irgendwelche Pokémon rausnehmen, die es hier gab. Dass sie... Was haben sie denn sonst falsch gemacht? Das ist einfach so wird wie Schwarz und Weiß. 2 zu Schwarz und Weiß. Also es hat vielen gefallen. Ja, ich fand's nicht so toll, das sag ich ganz ehrlich. Ja, mich hat viel gestört und... Was renne ich denn jetzt eigentlich raus? Hier war ja die Arena. Jetzt müsste ich in die von meinem Vater gehen können, richtig? Ja, könnte ich. Machen wir aber nicht, wir gehen jetzt noch Anorith holen. Es ist schwer zu beschreiben, was mich gestört hat. Ich muss es auch nochmal das Spiel spielen, um zu sagen, was mich jetzt genau gestört hat und so weiter und was explizit und so. Ah ja, eine Sache, die mich enorm gestört hat, war der Level und die Stärke der Top 4 bzw. der Arenaleiter und so weiter. Es war zu einfach wieder das Spiel. Ach, muss ich sagen, man hat kein Level gebraucht, um durchzukommen. Man war am Ende mit Level. Ich war mit Level, bei meinem ersten Walk so Level 40 bis 42, bin durch die Top 4 gekommen. Das möchte ich nicht. Ich will in keinem Spiel die Top 4 danach damit Level 47 beenden. Das kann ich nicht leiden. Dann war das Spiel einfach schlecht.
Pfeile. Ich meine, es gibt so viele Pokémon, die sich erst auf Level 50 entwickeln. Die krieg ich gar nicht dann. Was soll denn das? Oder Pokémon, die Level 55 entwickeln, ich kann. Nicht, dass ich jetzt das Portal da benutzt hätte, aber in Schwarz und Weiß 2 konnte man, glaube ich, sogar irgendwo das bekommen. Später. Danach oder so. Und dann, es ist einfach immer noch, dass man ewig braucht für das Pokémon. Das ist, nee. Also bitte tut mir sowas nicht an. Ich möchte dann, für die Top 4 möchte ich Level 50 bis 55 sein, um mich zu schaffen. Und danach der Top 4 bis ungefähr Level 60. Aber, nee. Y war an sich ganz nice, da waren ziemlich coole Sachen dabei. Der XP-Teller war blöd, die Top 4 war wieder zu schwach, aber da war generell das andere, war wenigstens lustig und Flairboss und so weiter. So, warte mal, du warst der Typ, der die Fossilien gemacht hat? Moment, ich hab Platz frei. Was du das, du hast das. So. Da leist ihr aus, Digga. Jetzt gehen wir raus und natürlich wieder rein, aber ich muss ja eben Platz frei machen. Das heißt, ich gehe schön ins Pokémon Center und ich darf im Gebäude nicht rennen. Oh, ich weiß, was wir versauen könnten. Wir könnten die Pokémon reindrehen und ihn genauso dumm machen wie ihr. Das sollen die Leute die ganze Zeit anrufen. Nein. Oh, bitte, Leute, macht das nicht. Oder habt es nicht gemacht. Alles mit Gio kurz, der hat den höchsten Level. Ich trainiere zwar jetzt kein Stück bis dahin, aber Gio, du warst gerade ganz hinten und. Sorry, kommst ja gleich wieder rein. Wenn das Anorena gerade viel, viel besser ist. Aber dann werde ich auch nicht Gio raustun, genau, dann werde ich höchstens. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wenn ich ihn raustun will. Ein antikes Pokémon. Vulpix. LOL. Ja, gerne. Ich hab jetzt auch die Drache. Ah. Ich hab überhaupt keinen Namen dafür ein. So habe ich einen Kumpel von und hey Dante, wie geht's? Ja, nein. Immer noch nicht spielbar. Nee. Nee. Das nehme ich nicht. Sorry. Ah, das nervt mich die ganze Zeit, dass es Wurzelfossil gewesen wäre. Aber cool, dass die auch geändert werden, hätte ich nicht mit gerechnet. Aber halt schade, dass das Pokémon Sinnbären fangen kann. Das ist halt hier fast, glaube ich, nicht möglich zu programmieren. Deswegen, Gio, komm wieder. Bitte. Ja, jetzt hat sich Gio verzogen, weil er beleidigt ist, weil ich ihn auf die Box gebracht habe. Nein, komm mit Gio. Das werde ich mir vielleicht irgendwann mal trainieren und mitnehmen, just for the lols, aber das werde ich offscreen machen. Einfach weil es ein Stahltaubs hier ist, mit Speckschicht und Marker heißt. Nee, aber dann würde ich sagen, wir gehen im nächsten Part die Arena von unserem Vater machen. Ich hoffe, schon kurz auf den Weg dahin kann, ob er noch was erzählen. Das müssten jetzt, ja, das sind gut 3 Parts, die ich jetzt aufgenommen habe. Weil dann müsste ich jetzt auch die Arena anfangen, um Part 4 zu bekommen. So haben die alle in ungefähr 25 Minuten.
Ja, das passt. Gut, dann würde ich sagen. Schneller, schneller, schneller. Nein, nicht das hohe Gras, das dauert nur länger. Ich speichere das Spiel, sage Tschüss, nehme Mario auf und bis zum nächsten Mal.